So, hallo, Halli, hallo. Weiter geht's auf unserem Weg zur Retramis-Grenze. Wir haben die Pest hier am Dingsbums-Moosberg eingeschränkt, beziehungsweise bezwungen. Pater Ärmel rettet die Leute hier. Und wir ziehen schon mal weiter hinter dem Pilger der Arche hinterher oder sowas. Whatever. Loot nur Level. Das ist aber ein schönes Bild. Retramis-Grenze. Genau, hier haben wir ja schon mal reingeschaut. Da war es noch dunkel. Beziehungsweise, da war das noch nicht unser Ziel. Verdammt. Jetzt sind wir hier. Und es ist dunkel. Ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber wenn es leider nicht. Ah, wenn es. Meine Karawane befindet sich gleich nördlich von hier. Könntest du bitte nachschauen, ob alles okay ist? Klar, ich habe ja sonst nichts zu tun. Weißt du, Arche suchen hin oder her. Was ist das jetzt? Erwachsener Totengräber, okay. Pferd. Wo ist diese Karawane? Ja, das kriegen wir doch hier auch wieder geklärt, ganz schnell. Oh, die greifen einen alle wirklich nicht an. Das verstehe ich nicht. Es ist vorbei. Meine Waren, sie stehen in Flammen. Jemand muss das Feuer löschen. Tatsächlich? Entschuldigung, Händler Venice. Aber hier brennt nichts. Nee, wirklich. Hier brennt nichts. Ah, wenn sie natürlich ihre Waren da oben alle hingelegt haben. Oh, yeah. Oh, guck dir das an. Jetzt geht's richtig los. Wir bringen den Eimer Wasser hier rüber. Lelelelele. Wir waschen. Wir löschen. Hepp. Los, schnell. Los, schnell. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Um Himmels Willen, Entschuldigung. Ich hab das manchmal nicht unter Kontrolle. Sind Sie die Totengräber, die hier irgendwie umzingeln? Es scheint so. Und wieder eine Pestspore. Die snacken wir uns da gleich rein. Schulterstück des Bergeroberers. Anziehen. Was sind denn eigentlich... ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir noch nicht einmal die Werte hier angeguckt. Handschuhe der Ruinenverzweiflung. Anlegbar auf Stufe 14. Physische Verteidigung 33. Magische Verteidigung 33. Intelligenz 43. Vitalität 48. Klingt gut. Ziehen wir an. Was los schnell, Leute? Hier ist auch wieder überhaupt nichts Schlimmes. Feuer! Okay. Okay. Diese verfluchten Räuber. Es ist vorbei. Es ist meine Ware. Ich bete, dass einige unserer Waren das Feuer überstanden haben. Ja. Du reißt auf jeden Fall die Sachen, die hinter dir stehen. Einfach dieser Straße. Ich persönlich würde da aber nicht hingehen. Geil. Dort hat fast jeder die Pest bekommen. Es war schrecklich. Die Mönche sind krank, weshalb sich niemand um die anderen kümmern kann. Ja, Pater Ärmel ist auf dem Weg. Das ist alles nicht so wild. Es ist auf jeden Fall, die Gebiete sind straightforward, ne? Zip, zap, zap, 5 Quests. Und dann hat man es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es sich immer lohnt, hier nochmal irgendwie um Weg abzukommen. Und woanders rumzulaufen. Bisher nicht. Oh! Durch die an. Irgendein paar gammelige Räuber. Ja, Leute, ich stehe vor eurer Hütte hier. Die hättet ihr euch mal woanders hinbauen sollen. Mit
So. Händler Tabort. Unter den ganzen Kisten war irgendwo ein Kasten mit Medizinzeug. Ja, Entschuldigung, ich werde hier gerade von diesem übertrieben großen Käfer in den Rücken gestochen. Unter den ganzen Kisten war irgendwo ein Kasten mit Medizinzeug. Aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Wir mussten alles so schnell zusammenpacken, dass ich keine Ahnung habe, was wo ist. Hilfst du mir beim Suchen? Du, eigentlich... Ich will nicht lügen, aber ich habe eigentlich Wichtigeres zu tun. Fortschritt und Abschlussrate von Kaderquests werden zwischen den Charakteren in deinem Kader geteilt. Aha! Das heißt, der Kader sind alle meine Charakter, die ich auf dem Server habe, oder wie? Oh, ich habe schon hier Titel. Vererbte, verehrte Schildkröte. Anwenden. Ich bin die verehrte Schildkröte Marini. Leute, was muss ich denn eigentlich für euch machen? Jetzt muss ich euren Kram suchen. Oh, da war es schon. Die erste Kiste. Oh, sowas. Gott sei Dank. Ja. Das ging gerade nochmal gut. Ich habe gleich gesagt, wir hätten an die Pest, die an der Pest erkrankten Leute zurücklassen sollen. Dann wäre so etwas nie passiert. Erst taucht aus heiterem Himmel dieser riesige Wurm auf, dann überfielen uns auch noch Räuber. Hm. Hm. Am Medizinzeug klebt ein Stück Papier. Da du das Medizinzeug gefunden hast, kannst du es haben. Was steht denn da drauf? Ich frage hier nicht mehr, ne? Ich frage hier nicht mehr. Quest-Auslösegegenstand. Okay. Inventar. Quest. Oh, guck mal. Ein Quest-Auslösegegenstand. Was bringen diese Reisdinger? Egal. Weiter geht's. Draußen droht die Pest. Draußen? Hier droht die Pest, mein lieber Freund. Aber ganz gewaltig. Lies das faulige Heft, oh, das müssen wir gleich nochmal machen. So, wie geht denn das hier? Meine Güte. Meine Güte. Ach, arme Eulone. Sie wurde mit einem entstellten Körper geboren, der allen Leuten um sie herum Angst einjagte. Ihre Abscheu brachte der armen Eulone nur Ungemach und führte sie zu ihrer ewigen Verdammnis. Ich hoffe, dass irgendjemand ihre Seele eines Tages retten wird. Das hoffe ich auch. Wer ist Eulone? Ups. Halte Abstand. Das ist übel. Ja, ich gehe trotzdem rein. Ach, guck mal, das sieht aber schon. Ein paar Orte sind schon sehr schick. Oh, was ist hier los? Das ist ja furchtbar. Muss mich um vieles kümmern. Oh, ein Aussichtspunkt. Oh. So abgehakt. Dieser Ort ist in großer Gefahr. Die Pest wütet. Unsere Mittel sind nutzlos. Und wer versucht zu helfen, wird selbst krank. Die Situation wird immer düsterer.
Und nun haben sich die Toten erhoben, um alle anzugreifen, die von der Pest verschont blieben. Bitte, steh uns bei. Es ist wirklich ein Drama. Es ist wirklich ein Drama. Was ich trotzdem raus... Was ist... Hier, Kaderstufe. Erhöht deine Kader-EP durch verschiedene Aktivitäten. Okay. Das heißt, das ist einfach so ein Bonus-Ding hier. Alle Kader-Charaktere... Okay, abholen. Wo steht denn mein Kader-Level? 3 habe ich jetzt. Wann kommt das nächste? Oh, guck mal hier. Es gibt mehr Leben. Die Effekte werden hier für den Kader zusammengerechnet und angezeigt. Okay. Zeige Kadertugenden an. Okay. Kader. Erinnerungsraum. Nee. Matchsuche. Erfolge. Oh shit. Ich habe 0 Erfolge. Abenteuer. Abenteuerfoliant. Alle beanspruchen. 30. Ah, das geht nach Kontinent. Boah, so viele Kontinente gibt's. Das ist schon, also vom Umfang her, glaube ich, kann man hier ein paar Stunden drin verbringen. Würde ich sagen. Das heißt, dieses lilane ist jeweils die Kader-Erfahrung und das orangene ist Story-Geschichte. Oder was? Scheint so zu sein. Kader. Kader-Information. Dann haben wir hier schon die nächste Stufe bekommen. Das wird aber auch nicht angezeigt. Vitalität und Intelligenz. Das sind ja genau unsere Stats. Postbote. Ein Anmeldebonus. Alles nehmen. Anhang nehmen. Vielen Dank. Ich möchte hier weg. Die verkaufen alle nur Tränke bisher, ne? So, das richtige Lootgewitter geht hier auch noch nicht los. Suchst du irgendetwas? Ja. Anlegbar auf Stufe 14. Waffenkraft 88. Ja, das ist aber viel schlechter als meine Waffe. Von daher, weg damit. Spotverkauf. Verkaufen. Boah, für 11. Das ist nix. Garg. Garg. Repariere meine Ausrüstung. Sehr schön. Sind leider sehr knapp. Ja, das habe ich gesehen. Letztes Mal platzierten die Dämonen seltsame Kugeln auf dem Ackerland des Klosters. Okay. Schon bald, nachdem die Pest sich eine Bastion des Todes aufgebaut hatte, breitete sie sich rasant im Land aus. Die Dinger stehen sicher mit der Pest in Verbindung. Bitte finde und zerstöre die Kugeln. Klar, Bruder. Verlasse den Dungeon, die Insel sofort. Genau, Dungeon, Insel. Nein. Guten Tag. Hallo, ich habe gehört, die Seiten meines Großvaters. Die Seiten hat mein Großvater geschrieben. Oh mein. Ja, sorry, dass jetzt hier alles brennt. Die arme Frau hat so ein Schicksal nicht verdient. Selbst jetzt kann sie keine Ruhe finden. Nachdem sie ermordet wurde, begann ihr Geist auf dem Friedhof zu spuken. Ein angesehener Priester versuchte sie zu bannen, um die Besucher des Friedhofs zu beschützen. Eulones Sarg ist hier irgendwo, falls du ihn dir ansehen willst. Nur klar, ich
Ich meine, wenn man schon mal hier ist, können wir uns auch mal schön einfach mal schön einen Sarg anschauen. Oh. Verehrte Schildkröte Marili, Leute. Perfekte Beherrschung der Elemente Flamme. Oh, wer sind die denn? Das ist also der Sarg. Na, dann machen wir doch mal. Da friemeln wir doch mal dran rum. Eulones Inschrift. Unsere Angst und Abneigung brachten diese Frau um. Und nun bindet sie ihre Verbitterung an die Welt der Lebenden. Ihr verzerrter Geist wurde in dieser Statue versiegelt. Er wird hier bleiben, bis ihn eine gütige Seele irgendwann befreit. Pater Teprote. Okay. Besiege sie. Die hier. Welche Statue? Ach so, da hinten. Ups. Usp. Ey, guck dir die an. Boah. Nur jetzt Schwerkraft umdrehen. Autschi. Oh, hier. Trink einen Trank. Was seid ihr denn für welche? Orbitalkanone. Orbitalkanone. So, Leute, wir sind hier, um Eulone zu befreien. Der Zahn von Gra? Das ist Eulone? Oh, Leute. Das ist Eulone. Also. Eulone ist befreit. Ganz klar. Und wir haben noch einen Aussichtspunkt gefunden. Lalalalalala. Das ist jetzt deine Eulone. Da kannst du selber gucken, was du machst. Oh, guck euch dir. Jetzt mal hier bald die Skills ein bisschen umsortieren. Was ist das? Ein Pandämon? Gut. Ein Pandämon. Na klar. Können Sie Ihr Pferd... Ist dem so? Großvater erzählte immer davon, was für ein unschuldiges Mädchen sie war.
finde es unerträglich, dass die Art und Weise, wie sie wahrgenommen wurde, ihren Geist derart verdorben hat. Hoffentlich findet sie jetzt ihren Frieden. Ja. Yay, yeah, Level up. So. Wird auch hier gleich wieder von irgendwelchen Charakter. Inventar. Dann haben wir doch hier wieder einen schönen der Quest bereits abgeschlossen. Was ist das? Einsamer Dämonen. Dämonenhöhle. Ich würde mal sagen, es ist da. Hä? Ja. 50 Schritte nach Westen. Ah. Die Herren Pannendämonen. So, und jetzt? Ich habe gehört, hier ist ein Schatz. Was sagt man jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt? 40 Schritte bis Süden. 30 Schritte bis Süden. 20 Schritte bis Süden. Bis Südwesten. 10 Schritte nach Südwesten. 20 Schritte nach Süden. Ach. Du bist am Eingang. Das ist ja ein Geheimdungeon. Gibt's auch. Oh. Na, gucken wir mal, was da jetzt passiert. So. F. Endlich mal ein Kampf. Nee. Oh, guck mal, da oben ist schon mal ein rotes irgendwas. Was ist das? Ja, eklig. Rüste Accessoires und Fähigkeitssteine aus, um Gravurpunkte zu sammeln und Gravureffekte zu aktivieren. Okay. Halskette des verborgenen Geheimnisses. Intelligenz klingt gut. Heilung. Kampfgegenstandstruhe der Heilung. Meine Güte. Oh, ich war ja fast. Ich hatte es ja fast dahin gerissen. Oh, wir hatten trotzdem noch eine Stufe, ne? Kampffertigkeit. 6 von 35. Machen wir hier mal welche rein. Anzünden, Rissbeschleunigung, Schwachpunktstufe, machen wir mal Rissbeschleunigung, lassen uns nochmal 4 Punkte übrig, und weiter geht's, raus aus dieser traurigen Loch. So sieht das aber nicht aus in den Ritrames Grenzen. So, wo geht's weiter? Ah, wir haben natürlich den Dings vergessen. Aufs Gaul. Auf den Gaul. Galoppel, Galoppel. Das ist übel. Halte Abstand. Es ist übel. Tada! Das mit den Gravurdingern habe ich jetzt aber auch nicht verstanden.
Das ist jetzt ein Gravurgegenstand, oder was? Qualität 100. Nee. Marilli-Stufe 17.07. Okay. Was? Wow, Leute. Oh, hier, guck. Da, schau. Kein verfügbarer Gravureffekt. Ach, hier ist schon einer drauf. Das ist dann wahrscheinlich dieser Bonuseffekt. Hier sind die Karten wieder. Ach. Ach. Ach, herrje. Ach, Herr Jemini. Was denken sich die Mönche? Ich gebe mein Bestes. Komm näher. Sei vorsichtig. Guten Tag. Dämonen haben den Kornspeicher eingenommen, in dem die Nahrung des Klosters aufbewahrt wird. Wenn das so weitergeht, verhungern hier alle, bevor sie die Pest dahin raffen kann. Ja, das wollen wir nicht. Dann sollen sie bloß noch schön satt sein, bevor sie die Pest hinrafft. Du siehst ziemlich stark aus. Kannst du uns helfen, die Dämonen rund um den Kornspeicher auszulöschen? Ja. Klar. Das liegt eh auf meinem Weg. Ich möchte nur noch mal kurz. Kampffertigkeiten. Aber man lernt die alle einfach mit der Zeit, oder was? Bis Stufe 36 und dann dort, wo die Patienten sind. Levelt man sie auf. Provisorische Krankenstation. Wir machen schwere Zeiten durch. Oh ja. Jelkin. Wir müssen die Windmühle an der Windstraße reparieren. Aber die Ersatzteile befinden sich in der Scheune. Okay. Suche die Ersatzteile in der Scheune und bringe sie zu Bruder Miniro im Kloster. Klar. On my way. Trifft sich ja, dass das alles da in der gleichen Ecke ist. So ein Zufall. Ich meine, gar nicht so weit auf Erkundungstour gehen. Hier oben sind auch noch ganz wilde Buttons und Knöpfe. Ich gebe mein Bestes. Vorsichtig. Die Dämonen kommen näher. Es wird sich alles irgendwann erklären. Ich sag's euch. Wenn ich auf dem Schiff bin. Spätestens dann. Spätestens auf dem Schiff wird sich alles erklären. Ist das hier wieder so ein Brock, ist das jetzt? Mensch, die können auch nichts dafür. Guck mal hier, das sind doch. Klimm. Best 3. Ah, da oben geht's dann noch weiter. Hier ist auch einiges los. Du musst näher an die Kiste ran. Oh, Entschuldigung. Ackerland des Klosters. Okay. Was ist denn das? Ah, das sind diese ominösen Pestkugeln, von denen gesprochen wurde. Hier, Pitz, 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 Pitz. Ach, guck mal. Guck mal, man teilt sich nett die Quest-Gegenstände auf. Sehr freundlich. Was ist das hier oben eigentlich? Kanal? Kanal 1, 2, 3? Zwei Erfahrungs auch irgendwie. Ein wenig frustig.
Scheiße. Aber da kommt wahrscheinlich dann diese... die ganze Pay-to-irgendwas-Geschichte ins Spiel. Aber bisher weiß ich noch nicht, wofür man wahrscheinlich viel schneller leveln oder so. Das war wahrscheinlich Geld aus, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Also ich habe ja diese kristalline Aura, glaube ich, die macht da ja irgendwas in die Richtung. Bäh, eine neue Kopfbekleidung. Geh zu Ralf. Kann man sagen, was man will, das sieht schon immer spektakulär aus. Wo ist Ralphie? Ralphie, Ralphie. Sei vorsichtig. Die Dämonen ich gebe kommen mein näher. Oh, du bist so gut, wie ich dachte. Da fällt mir richtig ein Stein vom Herzen. Die Pest ist zum Grenzposten vorgedrungen und setzt fast alle Wachen außer Gefecht. Oh, Entschuldigung, Grenzwache Ralf. Da gähne ich erstmal. Sie brauchen Hilfe, aber wir können niemanden schicken. Falls du kannst, geh bitte zum Grenzposten und sprich mit Jax. Sure thing. We'll do that. Was denken sich die Mönche nur? Was jetzt? Die fragen sich, was die Mönche sich denken. Die Mönche fragen sich, was die Wachen denken. Das scheinen immer hier die Story-Quests zu sein. Und diese kleinen gelben sind die normalen Quests. Die Windmühlen dienen nicht nur zum Mahlen des Getreides, sie müssen ununterbrochen im Betrieb sein. Ja, warum? Wir benutzen sie, um das Weihwasser aus dem Untergrund hochzupumpen. Verwende die Ersatzteile, um die kaputte Windmühle zu reparieren. Melde dich danach bei Bruder Agalt. Bruder. Danke. Pater Amel ist hier und hilft uns bei der Versorgung der Patienten. Bitte geh zu ihm. Er kümmert sich dort drüben um die Mönche. Amel, du alter Ärmel. Ärmel, du alter Ärmel. So eine Krankheit habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Wie denn? Ist doch die gleiche Pest wie eben. Die Leute zeigen Symptome, die denen eines Schlangenbisses ähneln. Ihre Krankheit schreitet aber viel schneller voran. Ich befürchte fast, dass wir nicht genügend Zeit haben, um mehr als eine Behandlung auszuprobieren. Ich hörte Geschichten von einem geheimnisvollen Jadestein mit heilenden Eigenschaften, der hier irgendwo versteckt ist. Vielleicht kann man die Krankheit mit ihm lindern. Ja, klar, mit so irgendeinem random Stein, der hier irgendwo rumliegt. Würdest du dich bitte bei Bruder Alred über den Stein erkundigen? Er soll aus Jade sein. Dass ihr immer nicht miteinander reden könnt, Leute, und ich hier eure Laufarbeit machen muss, ist unverschämt. Die Kugel? Weiß ich nichts. Bruder Dylam könnte dir helfen. Ach ja, klar. Er hat sich auf den Weg gemacht, um den Grenzposten zu helfen. Du musst wohl dorthin. Er ist dorthin, um den Wachen zu helfen. Okay. Jetzt sind nochmal neue Grenzposten. Da oben. Kontinent Judia. Quiloks Schwanz. Okay. Sattelt das Pferd. Das besser? Gegenstandsstufe? Nee. Weiß ich auch nicht, was ist das hier? Was ist das hier unten für? Schutztrank. Erzeugt bei Verwendung ein Schild, das Trefferpunkte absorbiert. Schneller laufen. Marschbanner. Erhebt das erhöhte Geschwindigkeit. Okay. Klar, kann ich. Was ist denn hiermit eigentlich? Nichts. Auf geht's. Was denken sich die Mönche nur? Dämonen kommen näher. Man sieht auch nicht immer, man muss schon immer einmal auf die Karte gucken. Ups.
Questmarki gibt's hier nicht. Also schon, aber keinen richtungsweisenden. Oh, oh, Hilfe. Eskalation. Hier, die, das sind also diese ominösen Windmühlen, die sich für immer drehen müssen. Ja, das war einfach. Eine reicht ja auch. Dann gehen wir jetzt da hoch. Dann gucken wir mal. Ah, die sehen ja auch geil aus. Einfach so. Ein Mund mit Beinen. Haben wir mal schnell die ganzen Windmühlen repariert. Mensch, das läuft hier alles. Die Retrames-Grenze. Da sind wir. Immer so eine Zeit-Time-Quest oder so ein Ding ist auch vorbei, ne? Kommt alles nicht mehr. Hallo? Es ist vorbei. Wir haben große Verluste erlitten. Es ist, vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Klar. Gib mir mehr von diesen Steinchen. Wir werden uns rächen. Kann nichts tun. Wir haben schon so viele, zu viele gute Leute verloren, weshalb ich froh bin, dass Hilfe endlich kommt. Ich mache mir Sorgen um das Kloster, um die Krankenstation. Don't make you Sorgen. Hier noch den Steini. Steini aktivieren. 30% von Retrames abgeschlossen. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, zu überleben, um uns wegen der Pest zu sorgen. Okay. Na dann. Riesenleichenspinne. Ja, klar. Kein Problem. Ich wette, danach geht's nochmal in den Dungeon rein. Dann. Oh. Guck dir das an. Krass. Oh, das war ja auch wieder unfassbar und spektakulär. Kommt da so ein Riesenviech an. Alle kloppen drauf und zack, ist es weg. Es ist vorbei. Ich sah die Spinnen fallen. Der Stein, den du erwähntest, das muss die Serpentinjade sein. Sie hat stark entgiftende Eigenschaften. Hm. Na, da haben wir es doch. Ab in die Höhle. Ab in die Höhle. Eine mögliche Lösung. Ja, die Höhle geht doch noch. Die ist doch noch hier im Timetable mit drinne. Was ist denn hier los? Hier sind eine Menge schmutzige Zombies. Na, das ist mal ein Höhleneingang. Chance auf. Frisurzubehör der Pestfäule. Aha. Handschuhe der Pestfäule. Und Coin. Matchsuche ist nicht erfüllt. Oh, da freue ich mich aber drauf, wenn ich bald mal mit anderen Leuten da reingehen kann. So. Der Dungeon wird noch drangehängt, würde ich mal sagen. Komm, White Bunny. Im Dungeon sind immer weitaus mehr Gegner, ne? Und die greifen auch immer alle an. Direkt. Boost. Was ist das? Die alte Mera-Schlange. Ja. Du bist mir eine. Oh. Splatter. Geh wie springen. Na, das ging ja gerade nochmal gut. Gut. Also, wenn ich Damage kriege, dann geht das schon gut los.
Viel hält die, glaube ich, dann nicht aus. Was ist das? So Minen, ne? Oder? Ja. Minenähnliches Gewächs. Eierbeutel des Beutel-Eiros. Die haben als Kopf einen Stachel. Tut mir aber auch leid, Leute. Oh, hier ist noch einer. Ist noch eins übrig geblieben. Oder auch nicht. So, jetzt kommt hier noch ein fetter Boss am Schluss, oder was? Oh no! Was ist das denn da jetzt? Kleiner Otto dazwischen. Trink einen Trank. Gut. Ja, das ist schon alles ein bisschen cool. Diese Blümchen hier, die tun mir auch leid. So. Gibt's noch einen Boss? Gibt es noch einen Boss? Der Schleimbrocken. Wo ist denn der? Das ist auch geil. Oh nein, nein, nein. Scheiß. Eis. Das läuft nicht so gut. Oh, oh. Hat er jetzt? Der strafende Hieb. Ja, der macht sie alle fertig. Oh, es geht noch weiter. Russell. Ach du Schande. Was passiert hier? Das verstehe ich noch nicht. Bin ich hier safe? Ah ja, tatsächlich. Orbitalkanone. Setze Teilbruch ein. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, Leute. Ich
Ja, Harassel. Das war's. Gut. Zwei Bosse hintereinander. Weggehauen. Was ist das hier? Entnehmen. Gut. Das ist hier unser Jadestein, der alle heilen soll. Warum auch immer. Bum, bum. Lied der Flucht. Da, das spielen wir. Da. Verlasse jeden Dungeon, jede Höhle, jede Insel. So, das war doch mal erfolgreich. Das war doch mal ein erfolgreicher Raid Move. Und hier, wir können noch mal am Schluss die Punkte erhöhen. 8 Punkte sind jetzt hier erforderlich in Böe. Mal gucken. Oh, guck. Schau an. Feuerwirbelsturm, Frostwirbelsturm, Feuerwirbelsturm. Speichern. Das heißt, wenn ich jetzt die Böe mache... Cool. Cool. So. Aber nichtsdestotrotz, das war's für die Geschichte erstmal. Und weiter geht's dann mit dem Jadestein, dem guten Ärmel und der Rettung der ganzen Retramis-Grenzen. Ich bin gespannt. Und tschüss, bis dann.